Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier zu Hause bei mir am Rhein. In den letzten Tagen oder besser gesagt auch Wochen ist viel passiert. Wir haben Mitte Februar und ganz Deutschland ist landunter. Also in den letzten Wochen hat es so viel geregnet, die Flüsse sind enorm in die Höhe geschnellt, die Donau ist über die Ufer getreten, viele Flüsse, kleinere Flüsse auch im Osten sind enorm angestiegen und auch bei mir, der heimische Rhein, ist richtig nach oben geballert auf über 8 Meter Pegelstand, also das ist wirklich verrückt. Hochwasser bedeutet natürlich Wallerwasser. Selbst im Winter werden dann die Wälse aktiv und gehen auf Beutezug. Und ich habe mich natürlich ans Wasser gewagt und konnte auch gleich einen guten Erfolg verzeichnen. Einen schönen Waller bei einer Wassertemperatur von knapp 5 Grad. Ja, die ersten Boten, die ersten Vorboten der kommenden Wallersaison sind gefangen. 5 Grad Wassertemperatur, Petri Heil. Also das war wirklich ganz verrücktes Angeln. Aber die Außentemperaturen haben es zugelassen. Wir hatten in dem Zeitraum Anfang Februar so Außentemperaturen von 5, 6, 7 Grad tagsüber. Nachts ging es Richtung 0. Also doch wirklich gemütliches Angelwetter für die Jahreszeit. Der Rhein ist dann immer weiter gestiegen, hat die Ufer überschwemmt, ganze Wälder, ganze Landstriche überschwemmt. Ich nehme euch mal mit hier in dieses krasse Hochwasser. Und ohne den Einsatz eines Bootes war man da wirklich aufgeschmissen. Ich habe viele Bereiche, viele Uferzonen abgesucht, ob ich irgendwo vom Ufer aus eine Chance habe, vernünftig angeln zu können. Aber riesige Wälder im Wasser, bis dann der ursprüngliche Flusslauf kam oder die Bereiche, wo ich die Fische vermute. Also es war wirklich stellenweise chancenlos, seine Routen vernünftig ausbringen zu können und Plätze zu finden, wo man sinnvoll angeln kann. Überall im Wald können jetzt die Fische sein. Überall und nirgendwo. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, was 8 Meter Pegelanstieg hier bedeuten. Irgendwo da draußen, durch die Bäume durch, fließt normalerweise der Rhein und alles ist unter Wasser. Alles ist komplett weg. Die Wälse können sich in diesen Situationen überall perfekt verstecken, überall auf Beutezug unterwegs sein. Man weiß gar nicht eigentlich richtig, wo man jetzt einen Köder anbieten soll. Einige Tage später hat der Rhein stagniert und ist in die fallende Phase gegangen. Das Wasser ist gesunken und es wurde auch jetzt wieder der Zeitpunkt erreicht, wo wir mit dem Boot aufs Wasser drauf dürfen. Nur, dann kam das nächste Problem, eine riesige Kältewelle ist über Deutschland gezogen. Es gab Gebiete im Norden unten, wo Schneefälle plötzlich an der Tagesordnung waren, die früher unbekannt waren. Selbst bei mir hier, seht ihr das ja, alles in weißer Pracht. Bei mir oben auf dem Berg, wo ich wohne, ist Schnee relativ normal, aber hier unten am Flussufer ist es doch relativ selten. Tagestemperaturen im Minusbereich sind normal aktuell, also wir haben jetzt minus 5 Grad, gestern waren es minus 7. Es gibt Bereiche in Deutschland, wo man tagsüber über minus 15 Grad erreicht und nachts könnt ihr euch dann vorstellen, was da los ist.
minus 20, minus 25, also es geht richtig vorwärts. Aber das Wasser fällt jetzt und diese fallende Phase, wenn die Flüsse wieder in ihr Bett zurückkehren und überall das hohe Wasser aus den Wäldern, aus den Hecken, aus den Bäumen rausläuft, das ist wieder so eine Phase, wo die Fische nochmal sehr aktiv werden, die Wälder verlassen und sich an die Kanten stellen, auf Beute warten, auf die ganzen Weißfische, die auch in den Wäldern sich aufgehalten haben zum Fressen und dann nochmal sich den Bauch vollhauen. Und genau das ist mein Ziel. Ich will jetzt probieren, in dieser fallenden Phase einen Waller zu fangen. Nur das große Problem ist, aufgrund der krassen Minusgrade ist mein komplettes Boot eingefroren. Aber schaut mal selbst. Hier kannst du Schlittschuh fahren drauf. Wahnsinn, Wahnsinn. Hinten in meinem Wasserablauf kann man Schlittschuh fahren. So dick steht das Eis drin, also keine Chance, das Boot zu bewegen. Die Hängerbremse ist fest, also unmöglich, das große Boot jetzt aufzutauen und damit auf den Fluss zu gehen. Deswegen ist mein Plan oder die einzige Möglichkeit, jetzt an Waller ranzukommen, irgendwo vom Ufer aus zu angeln. Und ich habe lange gesucht und habe ein ganz interessantes Plätzchen gefunden. Ich bin bei mir hier an einem Altrheinarm. Er ist immer noch ganz schön hoch, fällt jetzt langsam. Viel Holz, viele Wiesen, viel Grasland liegt noch im Wasser. Und hier will ich es jetzt probieren, trotz Eis und Schnee und eisigen Außentemperaturen. Also heute Nacht wird es bestimmt wieder unter die minus 10 Grad Marke gehen. Hier jetzt den nächsten Waller zu fangen zum Saisonstart 2021. Kleines Schlauchboot zum Ausbringen der Montagen, Tackle, alles was ich brauche und dann kann das Abenteuer Frühjahrsangeln oder besser gesagt Winterangeln auf Waller hier in Deutschland beginnen. Ohne Schlauchboot bin ich chancenlos, also werfen kann ich hier nicht, zeige ich euch mal. Ich muss nämlich durch einige Bäume durch, bis ich den Altarm überhaupt erreichen kann. Da hinten seht ihr das Wasser laufen, dort müssen die Köder an die Kante hin und hier muss ich durch zum Auslegen und im besten Fall auch zum Drillen, wenn einer beißen sollte. Also deswegen ist ein kleines Schlauchboot auf jeden Fall Pflicht, um die Montagen rausbringen zu können. Jetzt heißt es aber erstmal aufrödeln. Ich werde noch ein kleines Zelt aufbauen, wo ich mich tagsüber drin aufhalten kann oder auch abends hinter den ausgelegten Ruten gespannt sitzen kann. Da wird auch die Heizung reinkommen, das Zelt ein bisschen als Schutz vor der Kälte. Ja, so ist mein Plan. Ihr seid dabei. Ich bin gespannt, ob der Plan aufgeht. Jeden Moment wird noch mein Angelpartner auftauchen. Der Michael, den kennt ihr. Der wird mich die 2 Tage begleiten. Mal gucken, ob einer von uns beiden das Glück haben wird, jetzt hier bei den Bedingungen einen guten Fisch ans Band zu bekommen. Da kommt er gerade angestiefelt. Das trifft sich super. Kann er mir gleich helfen, das Schlauchboot rauszuzerren aus dem Bulli. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, jetzt muss ich noch auf jeden Fall den Bulli hier ein bisschen aufräumen. Unser Ansitzzelt ist bereits aufgebaut. Die Zeltheizung brodelt schon drin, dass es später schön warm wird. Kommt mal mit rein. Hier haben wir es uns gemütlich gemacht. Können wir auf jeden Fall später drin kochen und auf den Biss warten, ganz gemütlich. Ein bisschen Wärme brauchen wir. Wir haben, glaube ich, nur Gasbrenner dabei. Ich weiß nicht, ob der Michael seinen Benzinbrenner dabei hat. Und Gas verträgt diese absolut krassen Minusgrade nicht so gut. Ja? Also denkt immer dran, wenn ihr im Winter unterwegs seid oder bei Minusgraden, nehmt euch einen Benzinbrenner mit. Denn die normalen Gasbrenner werden da ihren
Geist aufgeben. Es sei denn, ihr habt eine Bude, wo ihr drin richtig schön einheizen könnt. Der Bulli ist aufgeräumt, alles vorbereitet. Ganz wichtig, Wärmeflasche bei dem Wetter unten im Schlafsack rein. Das bringt warme Füße. Und jetzt räumen wir das Boot ein. Hier liegt alles, was ich zum Auslegen bzw. jetzt erstmal zum Plätze finden benötige. Batterie, E-Motor und ein Echolot. Aber die Sonne ist wirklich trügerisch. Es scheint so, als wäre es richtig schön mollig warm. Aber schaut mal selbst, meine Handschuhe steif gefroren. Ja. Ich war noch nicht mal im Wasser, noch nicht im Wallermaul und damit könnt ihr euch eine Beule hauen. Das wird spannend, es wird echt spannend. Ich freue mich. Jetzt gibt es noch ein paar richtig warme Klamotten, bevor es aufs Boot geht. Das ist wichtig, es geht jetzt rucki zucki. Wir haben jetzt 15 Uhr. Und wenn die Sonne weg ist, wird es richtig eisig. Ziehe ich mich jetzt noch schnell um. Und da ist es wichtig, sich darauf vorzubereiten, so gut wie es geht. Und dann werden wir das schon meistern hier. Die minus 10, minus 15 Grad oder was weiß ich, was da heute Nacht auf uns zukommt. Momentan ist es ja noch alles Kindergarten, Larifari hier in der Sonne. Aber das wird sich definitiv ändern. Ich bin mal gespannt, ob das ganze Material das alles mitmacht. Am meisten Angst habe ich ja, was mit den geflochtenen Schnüren passiert, mit den Wallerhauptschnüren. So, die Reise beginnt und die Sonne ist weg. Auch auf dem kleinsten Boot ist genug Platz für das größte Vorhaben. Ich hätte lieber das große Schlauchboot mitgenommen, aber habt ihr ja gestern gesehen, das ist auch festgefroren auf meinem Hauptboot. Jetzt muss das Kleine halt herhalten und das war halt auch vorteilhafter, weil ich das ganz bequem in den Bulli reinschieben konnte. Wir befinden uns jetzt gerade hier in diesem leerlaufenden Graben, der jetzt hier in den Fluss, in den Altarm rausmündet. Und da muss ich auf jeden Fall durch, um die Ruten zu setzen und um auch mich dem Fisch entgegenzudrillen, wenn einer beißt. Jetzt fahren wir mal raus, gucken wir es uns mal an, was da Sache ist. Wassertemperatur ist 4,7 Grad. Naja, war nichts anderes zu erwarten. Ne? Und in wenigen Stunden ist da vielleicht bei den Außentemperaturen ein Minus davor noch eine 1. Minus 14. Obwohl der Rhein jetzt schnell fällt, ist noch wirklich viel, viel Land unter. Viel Holz im Wasser. Die Mitte hier von dem Altarm hat eine Wassertiefe von circa 4 Metern.
am Ufer haben wir strömungsberuhigte Bereiche. Wir werden wahrscheinlich mit U-Posen arbeiten und auch mit sogenannten Freestyle-Montagen. Obwohl ich denke, bei dem kalten Wasser werden wir drei auf Grund setzen und einer an der Oberfläche anbieten oder oberflächennah und dann erstmal schauen, ob überhaupt irgendwo irgendwas passiert. Hier seht ihr ja ein tolles Areal, um einen Köder an einem Frontzonblei zu präsentieren. Hier im Hintergrund ein ganz, ganz interessanter Platz. Läuft zwischen den beiden Hecken links und rechts. Das Wasser in den Wald rein, in Richtung dieser Insel hier. Da würde ich auf jeden Fall eine Route, einen Köder hinsetzen. Drüben bei uns am Graben, den wir eben rausgefahren sind. Das ist auf jeden Fall auch ein Bereich. Immer wenn Wasser aus dem Hinterland rausläuft, leer läuft, wird da auch ein Haufen Nahrung mit rausgespült. Da werden sich auf jeden Fall die Waller vorne dran setzen. Ja. Naja, wenn jetzt Sommer wäre, ne, da wird es knallen. Aber wer weiß. Vor 6 Tagen, wie der Anstieg war, habe ich ja auch Glück gehabt und konnte einfangen. Nur der Versuch macht klug. Jetzt aber schnell rüber. Ich habe mir jetzt einen Überblick verschafft. Ich werde nochmal beim Auslegen genau schauen, schnell rüber, die Routen vorbereiten und auslegen. In einer guten Stunde ist es zappeduster und wahrscheinlich auch zappekalt. So, jetzt hoffe ich bloß, dass ich die Routenhalter hier reinkriege. Ich muss ja eh hier die Schneise rausangeln, da kann ich sie auch alle 4 nebeneinander stellen. Und die Schnur dann umlenken über die Bäume. Es sind ja genug Bäume hier vor uns im Wasser. Das ging ja wirklich doch besser, als ich gedacht habe. Das erste ist geschafft. Ich wollte eigentlich meine Vorfächer jetzt komplett umbauen auf Ghost Hook und Einzelhaken für die Deadbaits. Aber aufgrund der vorangeschrittenen Zeit, es wird jetzt schattig und langsam dunkel, probiere ich es doch erstmal mit der Haarmontage. Das ist ja eine meiner Erfolgsmontagen, sonst im Jahresverlauf. Ich habe mir jetzt nur, hier war eine 15 Gramm Tree-U-Pose drauf, die runtergezogen. Ich will ein bisschen weniger Auftrieb haben. Ich ziehe mir jetzt hier eine 10 Gramm drauf, weil ich glaube, dass die Fische relativ rundnah unterwegs sein werden. Das Wasser ist noch kalt. Ich hoffe, dass diese Faulheit jetzt meinerseits nicht später bestraft wird. Aber die Haarmontage hat schon so viele gute Fische gebracht, wenn der richtige kommt, wird das passen. Ansonsten bin ich doch jemand, der Deadbaits gerne mit 2 Haken angelt. Ghost Hook und ein Einzelhaken. Jetzt probieren wir es mal aus. Ansonsten zeige ich euch dann morgen in aller Ruhe mal, wie meine Deadbait-Montage mit dem Doppelhakensystem aussehen, wie sie gebaut werden, wie der Köder draufgesetzt wird. Aber jetzt werde ich unsere Deadbaits, da habe ich ganz coole Teile dabei, cool im wahrsten Sinne des Wortes, aber die habe ich in weiser Voraussicht gestern schon aus der Kühlung raus und im beheizten Wohnraum gelagert, damit die auftauen, weil wenn er jetzt bei Minusgraden Deadbaits mit ans Wasser schleppt und die dann später einsetzen wollt, habt ihr immer noch einen Eisklumpen dran hängen. Die sind aufgetaut. Da zeige ich euch gleich mal, was ich da am Start habe.
baue ich noch schnell die Montagen um, dass alles ready ist. Auf dem zweiten Vorfach habe ich noch eine 15 Gramm Data U-Pose montiert. Die werde ich auch runterziehen und gegen eine 10 Gramm eintauschen. Dann habe ich auf jeden Fall jetzt eine unauffällige U-Posenform im Einsatz mit unserer Data-U-Pose und eine auffällige strömungsverwirbelnde U-Pose mit der Tree-U-Pose. Und dann können wir erstmal testen, auf was die Fische stehen. Obwohl jetzt ein Test bei Eis und Schnee und fallendem Hochwasser wahrscheinlich nicht das beste Urteil abgibt, aber wer weiß, Abstand, U-Pose zum Haken, ungefähr so die Finger auseinander spreizen. Wir sind 2 Tage unterwegs und da ist es immer gut, sich nicht direkt auf eine Montage festzulegen. Das kann man dann machen, wenn man längere Zeit am Fluss oder am See unterwegs ist und merkt, auf was die Fische stehen. Dann setze ich auch auf die Erfolgsmontage, die schon einige Fische gebracht hat. Aber jetzt zum Anfang, zum Beginn, sollte man doch ein bisschen flexibel angeln und erstmal testen, auf was die Aktionen kommen. Und dann kann man die restlichen Montagen darauf abstimmen. So, ein Vorfach werde ich jetzt noch mit einem Frontzone-Blei zusammenbauen, um in den Bereich reinzugehen, den habe ich euch vorhin auf dem Video gezeigt, wo das Wasser zwischen dem Schwemmholzfeld und dem Ufer der Insel reindrückt. Da werden wir Oberflächen-Nano-Rute setzen. Frontzone-Blei ist montiert, anstelle der U-Pose setze ich gerade ein 40 Gramm gelohnte Darkply ein, um die Montage schön über Wasser spannen zu können. Am Ende von der Montage habe ich einen kleinen leichten Schwimmer montiert, weil ich vermute, ich muss mir das gleich noch mal draußen exakt anschauen, dass wir fest angeln müssen. Fest bedeutet nicht mit Reißleine, dass der Fisch abreißt, so viel Holz im Wasser, sondern mit einem festen Karabiner, einer geflochtenen Schnurverbindung zu dem Anbindepunkt, an dem wir die Montage präsentieren. Und dann müssen wir mit dem Boot raus, mit der kleinen Nussschale da unten und den tobenden Wels in der Nähe des Hindernisses halten, bis wir drüber sind, aushängen und dann probieren, mit dem E-Motor ins freie Wasser zu ziehen und dann zu landen. Aber das sind alles noch Geschichten, die sind in weiter Ferne. Erstmal muss einer beißen. Ich denke, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ich habe richtig starke Rotaugenklöpse am Start. Habe ich von meinem Dealer bekommen, wo ich sonst die Köder zum Hechtangeln beziehe. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Richtig schöne, starke Happen. Und ich denke, da wird so ein hungriger Wels nicht Nein sagen, wenn das Ding hier in der Strömung vor ihm taumelt. Taumeln ist der richtige Ansatz. Es ist natürlich blöd, wenn euer Köder sich in der Strömung permanent im Kreis dreht. Deswegen werde ich auch hier unseren Deadbait Puncher einsetzen. Das Ding kennt ihr von mir. Ich werde jetzt erstmal professorischerweise nochmal hier nachstechen, ob die Schwimmblase auch wirklich kaputt ist. Aber in der Regel bei tiefgefrorenen Ködern ist die platt. Ich gehe jetzt hier hinten rein. Bei größeren Ködern oder Forellen ist es natürlich viel einfacher. Mach mir hier ein bisschen die Schuppen weg. Mach mir hier einen kleinen Schnitt. Schieb jetzt meinen Puncher rein, meinen Stab.
und entferne erstmal ein Stück von dem Rückenfleisch hier. Drehe den dabei, dass sich das schön rausschneidet, damit der Köder gleich, wenn er an der Rute hängt, möglichst realistisch im Wasser steht. So, hier ist jetzt das ganze Rückenfilet drin. Zack, raus. Und jetzt kommt unser Auftriebskörper zum Einsatz. Ich schiebe jetzt hinten meinen Puncher wieder in den Ausschneider und vorne die zwei Hülsen rein. Gehe jetzt wieder im gleichen Weg in den Köder rein, wie ich vorhin das Rückenfilet da, das Rückenfleisch entfernt habe. Und beim Rausziehen schiebe ich jetzt von hinten langsam den Puncher nach. Und so verschwinden die Korksticks schön im Rücken des Köders. Was ist jetzt passiert? Der Köder steht aufrecht im Wasser. Durch die Schwimmkörper oben wird er auch aufrecht gehalten. Er hat unten mehr Gewicht durch die Gedärme und alles als im oberen Bereich. Kann sich in der Strömung nicht mehr drehen, sondern hängt gerade so hinten dran in der Strömung an eurer U-Posen-Montage oder an eurem Frontzone-Blei. Das Ganze wird jetzt ganz normal angeködert. Bei der Haarmontage gehe ich mit dem hinteren, mit dem kleinen Haken von oben nach unten durch das Maul des Köders. Wichtig ist, dass ihr Ober- und Unterkiefer gleichermaßen durchspießt, damit der Maulbereich vorne geschlossen ist und kein Wasser eindringen kann. So sieht's aus. Und jetzt fahren wir die erste Rute ans Boot. So, die erste Rute würde ich gerne hier vorne an diesen Knick setzen. U-Posen-Montage, ein riesen Holzhaufen dahinter. Also sieht schon fischverdächtig aus. Großer Baum im Wasser, direkt unter der Wasseroberfläche, aber der Grund sieht frei aus. Hier können wir doch schön die Schnur umlenken. Hier oben werde ich den Umlenker dran setzen. U-Pose leicht versetzt rein an den Umlenker und zurück zu uns ans Ufer. Relativ kurz der Abstand. Hier baue ich mir jetzt ein ganz kurzes Stück Reißleine. Das ist eine 40er. Mach da zwei Knoten rein, damit die auch zeitnah abreißt. Das eine Ende der Reißleine kommt ein Karabiner, ein Easy Clip, den ich dann schnell nach dem Ablegen der U-Pose über meine Hauptschnur ziehen kann. Und das andere Ende hänge ich jetzt hier im Ausleger ein. Ich werde die ganze Aktion aber noch ein bisschen kürzer binden. Ein bisschen ziehen hier, dass ich so hier schön über den Baum drüber komme. Hier wird jetzt gleich meine Hauptschnur eingehangen, auf direktem Wege zum Ufer umgelenkt, nachdem ich die U-Posen-Montage abgesetzt habe. Ich nähere mich jetzt von unten dem Ablegepunkt. Meinen Stein habe ich schon vorbereitet. Rute sitzt.
Jetzt geht es hier rüber an den Ausleger. Hier wird meine Hauptschnur jetzt eingehangen und auf direktem Weg zurück zum Ufer. Lass die auch hier draußen am Ast liegen, falls ein Fisch kommt, dass ich ihn gleich vom Hindernis wegdrillen kann. Und hier vorne den Baum, den ihr vor mir seht, werde ich jetzt die Rute nochmal umlenken, um die Schnur zu entlasten. Ja, das ist eine ganz schön enge Schneise hier. Wenn das Wasser noch weiter fällt, kommen wir vielleicht gar nicht mal raus, gar nicht mal an den Fisch ran. Die U-Pose liegt jetzt genau hier hinter dem Schwemmholzbereich. Normalerweise lege ich ja nicht gerne Ruten dicht beieinander, aber hier dieser auslaufende Bereich ist schon rattenscharf und da werden wir eine Topwater reinhängen an einem festen Umlenker. Wir müssen jetzt einfach riskieren, dass hier die Fische langkommen. Ein bisschen Glück gehört immer dazu zum Welsangeln, aber das sieht auch scharf aus hier. Die Kante läuft auch hier schön hoch, geht ins flache Schwemmland rein. Das probieren wir. So, ich suche mir jetzt erstmal einen schönen hohen Anbindepunkt. Wichtig ist, dass ihr dann auch einen starken Ast nehmt, damit der feste Ausleger auch hängen bleibt, auch hält. Wir müssen ja damit rechnen, dass auch ein richtig guter Fisch hier einsteigt und eine zu dünne Schnur wird dann einfach weggerissen. So, lass mich jetzt hier erstmal raustreiben wieder, bis an den Punkt, wo später die Rute sitzen soll. Hier seht ihr jetzt schön, wie die Kante abfällt. Aber hier dieser Bereich, direkt vor den Hecken, sieht doch gut aus. So, ich bereite jetzt meinen Ausleger vor. Fädel als erstes unseren Reflektorausleger drauf. Ans Ende kommt eine Schlaufe. In diese Schlaufe wird der Karabiner eingeschlauft. Und den Ausleger ziehe ich über den Knoten von der Schlaufe, damit alles schön fest drin hängt. Und hänge diesen oberhalb meines Schwimmers ein. Stelle mir jetzt nochmal meine Tiefe exakt ein. Doppelter Schlag übers Knicklicht. Bringe das Ganze auf Spannung. So sieht es dann aus. Und zurück zum Ufer. Zwei Ruten sind scharf und beim Auslegen, da unten haut er gerade ab, inspiziert so ein Riesennager unseren Angelplatz, ob es hier was zu holen gibt. Es riecht hier halt nach Deadbaits, aber geil, oder? Das ist Nature. Der kommt bis zu unserem Angelplatz, der Kollege. Und das sollte doch Glück bringen. Weiter geht's.
Die Ruten sitzen nach bestem Wissen und Gewissen. Andere Leute gehen jetzt um die Uhrzeit zum Après-Ski. Und wir machen es uns jetzt gleich in unserer aufgeheizten Behausung zurecht. Die Zeltheizung läuft, drin ist mollig warm und hier draußen wird es richtig kalt. Beim Auslegen habe ich es vorhin schon gemerkt, dass die geflochtene Schnur anfängt auf den Multirollen zu kleben. Also das Wasser, was drin ist, gefriert. Naja, bin gespannt. Ich habe ja schon öfters bei Minusgraden auf Walla geangelt. Das Schlimmste war, glaube ich, mal, oder die härteste Aktion in Italien. Da hatten wir auch nachts -6, -7. Und da sind uns auch die Schnüre komplett bis zur Wasserlinie eingefroren. Also es ist eine spannende Sache, hat alles gehalten. Damals hatte ich mit Stationärrollen geangelt. Die Bremsscheiben oben sind festgefroren, also die Rolle hat sich noch ganz schwer bewegen lassen. Aber es kam ein guter Fisch, es hat alles funktioniert. Und jetzt mal abwarten, ob wir hier zu Hause in Deutschland am Altrhein auch Glück haben. Ist auf jeden Fall eine spannende Fischerei. Ganz wichtig ist, wenn ihr mal irgend sowas Verrücktes auch machen wollt, egal bei welcher Jahreszeit. Safety first, Schwimmweste. Ich denke da auch nicht immer dran. Vor allen Dingen, wenn es warm ist, habe ich selten eine an. Dann kann man aber auch schwimmen. Aber jetzt im Winter ist es ganz wichtig. Oder bei so harten, schwierigen Bedingungen am Wasser zieht so ein Ding an. Vor allen Dingen, wenn ihr so eine kleine Jolle dabei habt, wie wir sie heute am Start haben. Aber wer weiß, das Boot ist ganz wichtig, um hier durch den Wald überhaupt raus an die Rinne des Altarms zu kommen, wo wir hoffen, dass die Waller warten auf die ganzen Beutefische, die jetzt aus dem leerlaufenden Wald das Wasser fällt. Wir können hier richtig zugucken, wie der Rhein sinkt. Also hoffen wir mal, drückt uns die Daumen, dass die Waller hier draußen an der Kante entlang, wo wir uns rausgekämpft haben, Patrouille schieben. Und dann bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt 18 Uhr. Wir gucken nachher gleich mal aufs Phone, was es uns an Temperaturen meldet. Gestern Abend hatte ich geguckt, wird auf jeden Fall ein gutes Stück über die -10-Grad-Marke klettern heute Nacht. Und ich hoffe mal, dass dann alles so noch funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Wärmeflasche ist schon im Schlafsack aktiviert, damit er schön aufheizt. Michael hat seinen Benzinkocher dabei, der wird auf jeden Fall auch funktionieren bei Minusgraden. Denn heute Abend gibt es noch ein richtig leckeres Schmacko Fatzko. Riesengambas. Das ist natürlich absolute Pflicht für den ersten Trip in Deutschland dieses Jahr. Da muss man ein bisschen feiern. Wir melden uns auf jeden Fall bei euch, wenn eine Route krumm geht. Die Bedingungen sind jetzt wahrscheinlich nicht die einfachsten. Aber nur wer am Wasser ist, kann auch einen Fisch fangen. Ansonsten melden wir uns bei euch nochmal heute Nacht, wenn irgendwas passiert, mit dem wir nicht gerechnet haben, wie zum Beispiel ein Auto einfriert, der Benzinbrenner auch nicht funktionieren sollte, unser Trinkwasser eingefroren ist, unser Olivenöl, was ganz wichtig ist für die Gambas, nicht mehr flüssig ist. Na, da werden auf jeden Fall noch ein paar spannende Sachen auf uns zukommen. Bis später. Hier bei uns im Zelt ist es wirklich mupflig warm. Wir haben trotzdem noch ein kleines Problem. Unser Wasser ist eingefroren. Ich stelle das jetzt mal direkt an die Zeltheizung, weil sonst gibt es heute Abend keinen Tee mehr, kein Süppchen, kein gar nichts. Wahnsinn, Wahnsinn, ne? Wie das hier alles durchzieht, das wird wahrscheinlich die Kälte sein, die vom Boden hochzieht. Direkt neben der Zeltheizung liegt ja auch überall Schnee. Ich habe unsere Gambas zwar heute Nachmittag in die Wintersonne gelegt, aber die sind immer noch tiefgefroren. Bin mal gespannt, wie ich die jetzt überhaupt... Fisch, 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 Fisch! Unglaublich. Okay, wir müssen ins Schlauchboot. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Aber der ist gut eingestiegen. Ich ziehe uns jetzt erstmal hier raus aus dem Graben. 5 Grad Wassertemperatur und ein Einschlaf.
Mike ist hinter der Kamera. Wir sind jetzt zu zweit hier in unserer Nussschale. Aber es funktioniert. Boah. Ich will nicht nur zu weit hier den Altarm jetzt runtertreiben, weil mit dem E-Motor ist eine andere Liga als ein Verbrenner. Unglaublich, das ist sogar ein dicker Fisch. Oh! Scheiße. Bleib dran, bleib drauf. Ja, ja. Hilf die Bäume. Hier im Wald reingezogen. Das ist kein schlechter Fisch. Das ist kein schlechter Fisch. Wintermonster, Jungs, ein Wintermonster. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Boah. Eiskalte Hände. Eiskalte Hände. Der geht an die 2 Meter. Guckt euch mal. Unglaublich, unglaublich. Wahnsinn. Ich sag doch, hohes Wasser, dann fallendes Wasser und dann kommen sie aus ihren Löchern. Minusgrade draußen, guckt euch diesen Büffel an. Wahnsinn. Geil, mega. Jetzt seht zu, dass wir hochkommen. Ja, klar. Unglaublich, unglaublich. Knapp 2,20, 2,19, oder? Ja. Unglaublich. Geil. Unglaublich. Winterkracher. Winterkracher. Eiskalter Traum. Eiskalter Traum. Ich hätte mich ja schon zu Tode gefreut, mir einen Ast gefreut, hätte man 1,30 Meter gefangen. Aber dass gleich mit dem Einbruch der Dunkelheit ein 2,19er uns die Ehre gibt, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich hätte mich mega gefreut, wenn wir überhaupt eine Aktion bekommen hätten. Ist klar, dieses fallende Wasser, hohes Wasser, ist definitiv
eine gute Zeit, um Welse zu fangen, aber bei den Bedingungen jetzt, bei Minusgraden, weit über 10 Grad minus nachts, Schnee am Ufer, so einen geilen Fisch zu fangen, 2,19 Meter. Also ich liebe diese U-Pose langsam. Ja. Und das Beste ist, kurz vorm Vermessen des Fisches bin ich nochmal schön vorwärts vom Schlauchboot gestürzt. Also bis hierhin komplett nass, aber das ist jetzt alles schon relativ gefroren. Ich werde mich gleich mal umziehen. Aber Fakt ist, die Rute muss zurück ans Boot. Ich fahre jetzt mal schnell raus. Die Rute sitzt wieder. Ich habe mich noch nicht mal umgezogen. Die Ärmel sind komplett wieder getrocknet oder besser gesagt eingefroren. Und unser Landehandschuh auch. Also die sind stockensteif. Wenn der nächste Fisch kommt, wird es auf jeden Fall spannend. So, und ich werde jetzt mal versuchen, meinen Kumpel, meinen Angelpartner Mike zu einem Spiel zu überreden. Ihr kennt das ja von uns. Wir machen ja immer Stöckchen ziehen. Es geht jetzt diesmal nicht ums Angeln. Mike gehören jetzt alle Ruten. Ich habe einen Megafisch gefangen. Es geht um was anderes. Ich habe da schon eine coole Idee. Ich hoffe halt nur, dass der Mike diesmal beim Stöckchen ziehen den kürzeren zieht. Zwei Stöckchen hier. Normalerweise verliere ich ja immer. So, jetzt muss ich ihn erstmal überreden. Michael, hast du Bock auf ein kleines Spiel? Immer. Stöckchen ziehen? Warum nicht? Dann komm mal her. Ich habe zwei Stöckchen hier in der Hand. Es geht diesmal nicht ums Angeln. Es geht auch nicht ums Kochen. Kochen werde ich, sofern das Olivenöl mitspielt und unsere Gambas auftauen. Es geht um was anderes. Du ziehst und dann sage ich dir, um was es geht. Ich bin der Winner. Ich glaube, diesmal hast du gewonnen. Ja. So, ich habe eine ganz coole Idee. Ich hätte sie auch gemacht. Bist du gespannt? Gute Wisst Frage. Ihr noch früher, wie wir alle kleine Kinder waren und es war so richtig bitterkalt und wir haben mit unseren Zungen am Kindergartengeländer entlang geleckt und sind dann irgendwann mit der Zunge hängen geblieben? Ich glaube, das könnte heute Nacht auch funktionieren. Und um euch zu zeigen, wie kalt es wirklich ist und Mike seine Zunge mal richtig in die Länge zu ziehen, würde ich sagen, du hast verloren, der Mike hängt jetzt mal, du hängst jetzt mal deine Zunge an so eine Multirolle. Ein Traum. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Du hängst jetzt mal deine Zunge an eine Multirolle und im Notfall habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, um dich wieder zu lösen, falls er hängen bleibt. Aber ich glaube, die Multirollen, außen das Gehäuse, da wird sie richtig schön picken bleiben. Schauen wir mal. Zunge an Multirolle. Action. So, Michael, ich würde sagen, hier oben in dem Bereich sieht es relativ gefroren aus. Da hängst du jetzt mal deinen Zinken dran. Und Action. Der Hang, er funktioniert immer noch wie früher. Alter Vater, der hängt fest an der Multirolle. So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich lasse ihn einfach da hängen. Und die andere ist, ich befreie ihn. Aber es ist mein Angelpartner, ich hole schnell warmes Wasser und befreie ihn. Aber schaut mal, der hängt immer noch dran. Unglaublich. Bleib ruhig, beweg dich nicht zu viel, ich hole schnell Wasser. Nein. Moment, ja, warte ich. Aua. Warte, ich hole Wasser. Ich komme ja schon. Warte, Achtung. Achtung, ja, Achtung. Oh Gott, das hat gebrannt. Zeig mal die Zunge. Das brennt ein Feuer. Ja, Spaß muss definitiv sein. Ich hätte gedacht, dass es so krass für ihn ausgeht. Aber er hat so oft beim Stöckchenziehen gewonnen. Und jetzt zum Glück. Ich hätte es ja auch gemacht auf den dicken Fisch. Aber seht ihr, wie kalt es ist? Unglaublich, ne? Wie die Multirollen beschlagen. Und da kann es natürlich auch sein, wenn jetzt heute Nacht noch Daumen drücken, ein Fisch kommt, dass das ganze Ding versagt. Aber das werden wir dann erst sehen, wenn es soweit ist. Fakt ist aber, die Zunge hängt fest, bombenfest an der Rolle. Zum Glück kam eben kein Biss, sonst hätte ich einen Mike mitgedrillt. Jetzt schauen wir mal aufs Handy, wie viel Grad Außentemperatur wir jetzt gerade haben.
Es ist 20 Uhr. Michael, aktivier mal. Minus 7. So, wenn wir da unten jetzt schauen. Gegen Mitternacht, Waller Beißzeit, haben wir minus 12. Naja, und jetzt haben wir schon richtig Alarm. Und es wird noch kälter. Aber die Bollen sind unterwegs. Wir bleiben standhaft. Bis später. Alter Falter. Wer kann bei dem Wetter Welsfang alles komplett zugefroren? Jetzt finden wir endlich Zeit zum Kochen. Wir haben noch ein kleines Problem. Unser Olivenöl, Flasche ist voll, aber ist komplett gefroren. Müssen wir jetzt noch kurz auf die Heizung stellen. Sonst gibt es heute Abend keine Gambas auf den Big One. Der Michael ist schon schön am Knoblauch schälen. Das ist wichtig. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass unsere Gambas, sind ja keine Gambas, sind ja riesen Eismeergarnelen, und unser Olivenöl noch auftaut. Besser geht's nicht. Besser geht es nicht. So, das ist jetzt angerichtet. Ist das eisig. Ich spüre meine Finger kaum mehr. Wir haben jetzt, es ist an der Zeit gewesen, die Ruten reinzuholen. Wir befinden uns in Baden-Württemberg. Hier existiert leider ein Nachtangelverbot. An das halten wir uns natürlich. Und es war jetzt echt eine größere Aktion, die steif gefrorenen Ruten alle wieder reinzuholen. Aber wer weiß, für was es gut ist. Ein paar Stunden Schlaf sind bei der Kälte jetzt wichtig. Unsere Kühlbox ist mit dem großen Wels reichlich gefüllt. Da können wir die nächsten Tage genug von essen. Morgen früh geht's weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es überlebt. Es war eine richtig, richtig eisige Nacht. Laut Handy ging es runter bei uns bis auf minus 13. Es gibt bestimmt Orte oder Gebiete in Deutschland, wo es noch viel, viel kälter war. Aber das hat definitiv schon gereicht. Und ich will euch mal was ganz Verrücktes zeigen.
Gestern Mittag in der Sonne hat man ja richtig gemerkt, wie das ganze Hochwasser vom Rhein, was jetzt überall noch in den Wäldern drin hängt, langsam in den Fluss zurückdrückt. Ja, und ich bin jetzt mal hier an unserem Angelplatz ein bisschen nach hinten gelaufen und habe auch so einen Bereich gefunden. Hier an dieser Straße drückt das Rheinwasser zurück in den Fluss und aktuell ist es eine riesen Eisfläche, alles gefroren, alles eingefroren. Hier ist sonst eine Straße, ja. Hier gehen Leute spazieren, fährt ein Traktor lang oder irgendwas. Und jetzt ist hier alles Eis, ja. Bis in den Wald hinten rein. Das ganze Wasser ist gefroren. Momentan läuft da nicht mal viel zurück. Wir können ja mal vorsichtig ein bisschen drauf gehen. Alter, bombenfest, bombenfest. Hier ist ein Löchelchen. Uiuiui, da knackt's. Ui. Hier bricht sie ein. Also wenn jetzt hier ein tieferer Bereich gewesen wäre, wäre ich sicherlich nicht aufs Eis gegangen. Das ist lebensgefährlich, sollte man in keinem Fall machen. Vor allen Dingen an Gewässern oder Gebieten, die man nicht kennt. Aber ich kann ja abschätzen, dass es hier nicht sehr tief drunter ist. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Diese Eislandschaft. Und in ein paar Stunden kommt die Sonne, hat sie wieder Kraft. Es geht zwar auch nicht tagsüber in den Plusbereich. Gestern Mittag hatten wir so -3, -4, aber in der Sonne ist es dann wirklich gemütlich. Und auf diese Zeit warte ich jetzt. Und dann wird hier wahrscheinlich wieder ein bisschen Bewegung reinkommen. Gestern Abend hat es gekracht hier. Ich habe gedacht, da kommen Wildschweine oder irgendwelche Nachtgestalten auf uns zu. Ja? Und es sind aber hier die Bäume, die entweder im Eis hier zusammenbrechen oder diese Eisschollen, die anscheinend irgendwie sich bewegen. Es hat Schläge gelassen im Wald. War der Wahnsinn. Und einen richtigen Schlag hat es ja auch bei uns gegeben. Ich bin immer noch fassungslos und mega happy. Ich war mir sicher, dass man jetzt bei diesen Situationen Fische fangen kann. Den Welsen ist es erfahrungsgemäß egal, wie die Temperaturen sind. Ja, wenn das Wasser passt, wenn das Wasser steigt oder fällt, werden die Fische aktiv, fangen an zu suchen, fangen an Beute zu machen, umherzuziehen. Aber mit so einem großen Ausnahmefisch habe ich definitiv nicht gerechnet. Ja. Und ihr seht aber, ist auch kein Selbstläufer, war die einzige Aktion. Kein Klingeln mehr, kein Biss mehr, keine Wasserbewegung, kein gar nichts. Der eine Fisch, gut, der hat gereicht, aber das war's. Ja. Wahnsinn, ja, wirklich Wahnsinn. Das Glück mit den Tüchtigen, Glück gehört zum Angeln immer dazu. Ich habe es ja gestern Abend euch schon mal erzählt, wenn jetzt 1,30 m, 1,40 m gekommen wäre, selbst sogar ein Meterwaller, wäre ein Riesenerfolg gewesen für den Einsatz, für die Situation, die wir hier gerade haben. Aber es kam ein richtiges deutsches Monster. Absolut. Und genau dafür mache ich auch den Wahnsinn, ja. Und man merkt immer irgendwie, dass die Angler, die viel investieren, viel Zeit am Wasser verbringen, viele verrückte Montagen ausprobieren, immer wieder flexibel bleiben beim Angeln, dass die auch immer wieder mal ein glückliches Händchen haben und erfolgreich sind. Ja. Ich werde jetzt noch ein bisschen warten, bis die Sonne hier richtig durch die Bäume durchkommt und ein bisschen uns erwärmt. Und dann werde ich alles noch mal umsetzen. Die eine Route, die den Fisch gebracht hat, also dieser Bereich, den werde ich sicherlich beibehalten. Die Route nur ein bisschen tiefer setzen. Das Wasser ist ja weiterhin am Fallen. Also da muss man mit dem fallenden Wasser jetzt ein bisschen mitgehen. Die Topwater-Route, also die Route drüben zwischen den Bäumen, ihr könnt euch erinnern, die wir da genau in den Einlauf von dem anderen Ufer da gespannt haben, wo das Hochwasser rausdrückt, die werde ich wegholen. Also ich glaube doch wirklich, dass eine grundnahe Köderpräsentation besser ist. Alles nochmal wieder umsetzen,
Vielleicht kommt ja heute Mittag auch eine Aktion, wenn die Sonne Kraft hat. Da waren wir gestern ja noch beim Auslegen. Schauen wir mal. Es bleibt spannend. 24 Stunden verbleiben uns noch hier in der Eiswüste, in der Eishölle. Eigentlich ist es ja ein Paradies, ne? Tagsüber schön hier Langlauf. Schön Wintersport. Und abends die Wallerrouten raus. Naja, das macht definitiv nicht jeder mit. So, da gucken wir mal, ob mein Kumpel Michael noch lebt. Von dem habe ich jetzt längere Zeit nichts gehört. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen. Ach, du hast ja gut. Oh. Ja, schön. Hätte ich nur was Anständiges gelernt, da hätte ich mir auch ein Auto mit einer Standheizung leisten können. Ich denke schon, Mensch, sind wir beide hart. Der Michael schläft sogar noch länger als ich. Und da liegt er da drin, bei Gefühlen. Muss ich aufpassen, dass mir die Hand nicht abbrennt. 25 Grad und mupfelt noch gemütlich unter seiner Decke. Richtig so. Wir können ja mal bei mir reingucken, in meinen Eislaster. Zeige ich euch mal, wie es da aussieht. Hier habe ich geschlafen, sogar mein Betthupferl, mein Trinkwasser, komplett gefroren. Hier drüben hängen noch meine Klamotten. Ich bin ja gestern Abend noch mal leicht ins Wasser gestürzt. Der Ärmel ist komplett gefroren, aber sonst ist es eigentlich wieder tragbar. Ja. Ja, und alles, was ich hatte, um mich warm zu halten, aber es ging. Immer wieder ein guter Tipp für euch. Wärmeflasche im Schlafsack, also die sorgt wirklich Wunder und für ein ganz angenehmes Schlafgefühl, für Schlafkomfort. Dann habe ich eine Liege drin, ich wollte erst auf einer Matratze pennen, habe aber gedacht, dass wahrscheinlich der Unterboden vom Bus richtig die Kälte anzieht. Liege drin stehen, unter der Liege so eine selbst aufblasende Thermarest-Isomatte, dann mein Schlafsack. Der Ventec von Fox, muss ich sagen, habe ich schon viele Jahre im Einsatz. Auf diesem Wege herzlichen Dank an Andy Scherf, Andreas Scherf. Der hat ihn mir organisiert, der hat gesagt, Stefan, das ist ein geiles Teil. Damit kommst du auf jeden Fall im Winter zurecht. Und da hat er wirklich recht behalten. Und darüber als zweiter Wärmeschutz, als Schichtsystem, unsere Blackhead-Decke. Das ist ein ganz geiles Teil. Könnt ihr schön über den Schlafsack werfen. Die hält Kälte und Feuchtigkeit von euch ab. Innen drin ist da so eine schöne Vlies-Einlage. Im Sommer penne ich ja nur unter der Decke. Das kennt ihr bei mir vom Bootsangeln. Und das coole Gimmick an dieser Decke brauchen wir jetzt nicht. Aber ist hier oben im Kopfbereich versteckt. Ich mache das euch mal auf. Hier oben ist ein Moskitonetz drin. Das könnt ihr euch schön, wenn jetzt die Mücken dann irgendwann wieder kommen sollten, beim Schlafen im Sommer über den Kopf legen, wenn ihr ohne Zelt mit Moskitoschutz draußen seid und seid perfekt geschützt. Ja, das hier war meine gemütliche Behausung in dieser eiskalten Wallernacht. Bevor es jetzt rausgeht, die Routen wieder scharf machen und neue Plätze suchen, erstmal ein lecker Frühstück, mein heißgeliebtes Y-Food. Und das hat aktuell das gleiche Problem wie unser Olivenöl gestern Nacht. Ihr habt jetzt folgende Möglichkeiten. Ihr könnt es rauslecken. Das ist schon mal mega lecker, aber es dauert eine Zeit lang. Ich werde es jetzt mal in Ruhe an die Zeltheizung in unserem Zelt stellen und bis dahin mir so einen Riegel reinballern. Denn der schmeckt gefroren wahrscheinlich genauso gut. Abbeißen kann ich es jetzt zwar auch nicht, aber wie ein Eis kann ich es abschlotzen und dabei macht es noch richtig satt. Die Sonne hat Kraft, wir befinden uns zwar immer noch deutlich im Minusbereich, aber unser Boot ist jetzt enteist. Ich werde jetzt die ganzen Montagen mal durchkontrollieren. Was ich natürlich nicht bedacht habe, dass über Nacht auch meine ganzen Köder wieder zu Eisbomben geworden sind. Die werde ich jetzt in Eimer hauen, hier ins Flusswasser. Das hat 4 bis 5 Grad und da werden sie auf jeden Fall langsam auftauen, dass wir sie einsetzen können.
Ja. Schöne Eisbombe. So, dann machen wir hier ein bisschen Wasser rein. Dann kann der auf jeden Fall etwas auftauen. Der Gute. Der ist komplett steif. Ganz wichtig ist natürlich, wenn ihr jetzt eine Montage wegnehmt oder an einen anderen Platz setzt, dass ihr auch eure Schnüre aus den Bäumen rausschneidet, also dass da nichts hängen bleibt. Es wird alles wieder ordentlich aufgeräumt. Die können wir nochmal verwenden. Leider sehe ich immer wieder, wenn ich irgendwo unterwegs bin, in den Bäumen irgendwelche Reißleine oder irgendwelche geflochtenen Schnüre rumhängen, weil die Leute einfach zu faul sind und denken, jetzt ist das Angeln fertig, jetzt fahren wir heim, lassen wir alles draußen hängen. Aber das gehört sich nicht, das gehört weggeräumt. Dann ist es ordentlich und man hat auch keinen Stress mit irgendwelchen anderen Leuten, die später an den Platz kommen. Das mache ich mir gleich hier ab und mache mir da unten eine Schlaufe dran. Dann kann ich den das nächste Mal gleich wieder verwenden. Vielleicht braucht man jetzt auch noch für eine Umlenkung von der U-Pose. Weil definitiv wird jetzt unser Frontzone-Blei hier gegen eine U-Pose eingetauscht. Da habe ich jetzt mehr Vertrauen drin. Hat ja auch schon einmal jetzt bewiesen, dass es klappt. Und hier erkennt er gerade wirklich schön, wie das Wasser doch zurückgeht, ne? Also bestimmt 40, 50 Zentimeter sind von gestern Mittag auf jetzt gefallen. Wir sind knappe 24 Stunden am Fluss. Hier drüben seht ihr auch überall alles vertrampelt im Ufer. Also da werden einige Wildtiere auch unterwegs sein, die hier zum Saufen kommen. Spannendes Ambiente. Ja. Für mich war das eigentlich hier wirklich ein Top-Angelplatz. Viel Holz im Wasser, viel Versteckmöglichkeiten. Aber sollte nicht sein. Das Frontzone-Blei werde ich jetzt austauschen. Ich werde auch an dieser Route eine bodennahe Präsentation jetzt anstreben mit einer U-Pose. Gestern Abend, der Big One, kam auf die 10 Gramm The Tree U-Pose. Hier habe ich mir schon wieder ein Vorfach zusammengebaut. Haarmontage. Gestern Abend habe ich ja noch gezweifelt, ob ich lieber den Deadbait mit einem Ghost Hook und mit einem Einzelhaken anbiete. Aber es ging alles gut. Vielleicht war es auch der Grund, warum er gebissen hat, und deswegen werden wir jetzt auch die Montage mit der Mittelwasserpräsentation des Köders, wo unser Frontzone-Blei drauf war, ersetzen durch eine grundnahe Köderpräsentation mit einer U-Pose. Die 10 Gramm The Tree habe ich hier wieder montiert. Das Vorfach habe ich schon fertig gebunden. Mein Köder ist jetzt langsam auch am Auftauen. Es war nicht mal so einfach, selbst im Wasserbad, aber jetzt wird er langsam weich. Ihr seht, Wahnsinn, hä? Wie das Eis jetzt hier noch abhält, aber jetzt wird er weich und dann können wir den einsetzen. Viele von euch schreiben mich immer an zu dieser Haarmontage. Diese Montage setzt sich ja schon viele, viele Jahre sehr erfolgreich ein und für mich ist es auch eine der effektivsten Montagen zum Welsangeln. Egal, ob ihr an einem stehenden Gewässer unterwegs seid oder an einem Fluss. Egal, ob ihr im Sommer angelt oder im Winter. Ihr habt es ja gestern gesehen. Ganz perfekter Hakensitz, gleich im Maulwinkel. Absolut top. Und viele fragen mich von euch, wie denn diese Montage
optimal gebaut wird. Auch wenn ich andere Welsangler sehe, sehe ich oft Fehler, die gemacht werden. Es setzen ja jetzt schon viele von euch die Haarmontage ein, haben damit auch Erfolg. Aber einige der Haarmontagen, die ich schon bei anderen Anglern sehen konnte, haben kleine Fehler im System, im Aufbau und können deswegen vielleicht nicht so gut funktionieren, wie es eigentlich gedacht ist von der Haarmontage. Jetzt in diesem Video euch eine perfekte Bauanleitung der Haarmontage zu geben, würde den Rahmen sprengen. Wir haben ja noch eine Nacht vor uns und uns wird noch einiges Verrücktes hier bei der Fischerei in der Eiswüste am Rheinufer bestimmt passieren. Deswegen verspreche ich euch im folgenden Video, im nächsten Video, wenn das hier erschienen ist, werde ich euch mal ein ganz ausführliches Video zur Haarmontage machen. Wie die Bindeabstände sind, warum ich hier eine geflochtene auf Mono binde, wie die Haken optimal verbunden werden, wie lang die Vorfächer sein müssen, welche Unterschiede es gibt zwischen Mono zur Geflechtschnur, damit ihr ganz einfach zu Hause dann eure perfekte Haarmontage, die Montage, mit der ich viele, viele Jahre erfolgreich unterwegs bin, nachbauen könnt. Das seht ihr dann im nächsten Video. Wir bereiten jetzt unser System vor, dass die Rute an einem neuen Platz, den wir uns jetzt noch suchen, wieder ins Wasser kommt. Die Rute kommt nicht ins Wasser, natürlich kommt unser Köder ins Wasser. So, hier werde ich jetzt wieder ein Foam reinstecken, dass das Rotauge schön aufrecht in der Strömung steht. Als erstes kontrolliere ich nochmal, dass auch die Schwimmblase kaputt ist. Aber das habe ich euch ja gestern schon gesagt, in den meisten Fällen bei gefrorenen Köderfischen ist das kein Problem, da ist die platt. Dieser Köder ist jetzt ein bisschen kleiner als der gestern, aber ich denke, es ist trotzdem ein guter Happen, ein guter Smack für so ein Hochwasserwelt. Ich mache mir hier hinten wieder ein kleines Loch rein, vorsichtig, und gehe mit meinem Puncher jetzt wieder hier hinten rein und entferne das Rückenfleisch. Bei Fischen mit einer zäheren Haut, Forellen, Schleien, Karpfen, ist das natürlich alles ein bisschen einfacher. Hier müsst ihr jetzt wirklich aufpassen, vor allen Dingen bei gefrorenen Ködern, wie Rotaugen hier, dass ihr die Haut am Rücken nicht verletzt. Schön vorsichtig rausdrehen. Der Puncher vorne an der Spitze schneidet das dann schön sorgsam raus. Hier ist es drin. Können wir gleich mal im Wasser testen. Vielleicht langt hier schon ein Korkstick bei dieser Größe. Ich sollte auf jeden Fall für die kleineren Köder auch einen Deadbait Puncher auf den Markt bringen mit einem geringeren Durchmesser. Macht sich bestimmt bezahlt, nicht nur beim Welsangeln, auch für Zanderangler oder Hechtangler. So, der sitzt jetzt hier drin, schön wie ein Kiel und sorgt dafür, dass unser Köder schön aufrecht hinter der U-Pose in der Strömung steht. Wir gehen mal runter ins Wasser, gucken mal, wie er steht, ob das schon reicht oder ob wir noch einen zweiten Korkstick reinschieben müssen. So, legen den jetzt mal hier rein. Seht ihr, er geht noch unter. Doch schwerer, als wir gedacht haben. Er stellt sich schon aufrecht ins Wasser. Aber er sinkt noch ab. Einen werden wir noch reinschieben und dann testen wir es nochmal. Schön nebendran, neben den anderen setzen. Jetzt reißt er leicht hier vorne ein. Ist aber, glaube ich, nicht zu verhindern bei so einem relativ kleinen Köder. Das macht aber hier noch nichts aus. Ist doch alles geschlossen. Wichtig ist nur, wenn zu große Löcher drin sind und es kann zu viel Wasser eindrängen, nimmt der Köderfisch natürlich an Gewicht zu und dann sollte er dann auswechseln. So, jetzt gucken wir mal, wie er jetzt steht. So, jetzt hat er Druck, steht er schön aufrecht, ist fast schwerelos. Und wenn jetzt noch unsere U-Pose vorne dran kommt, die den Ködern ein bisschen Auftrieb noch zusätzlich verleiht, indem sie ihn anhebt vom Grund,
ist es ganz perfekt. Ist so ein toller Happen. Und seht ihr, ein paar Schuppen gehen da ab. In der Strömung wird er jetzt schön arbeiten. Schön auch Geruchsstoffe verteilen im Wasser. Ködern wir noch schnell an und dann kommt er raus. Der Einzelhaken vorne durch Ober- und Unterkiefer. Komplett durch, mittig durchstechen. Gummischutz drüber, dass der Fisch nicht von alleine abfallen kann. Schön anlegen und die Montage ist schon wieder einsatzbereit. Die Wassertemperatur ist nochmal gefallen. Gestern waren wir deutlich über 4 Grad, jetzt sind wir bei 3,4 Grad. Auf jeden Fall an der Oberfläche. Es kann damit zusammenhängen, durch das Tauen jetzt, dass das Wasser nochmal abkühlt, wenn der ganze Schnee reingeht. Hier geht die Kante schön hoch, den Uferbereich. Das sieht auch gut aus hier. Hier gibt es die Schnur direkt hier über die Bäume drüber. Und baue jetzt hier vorne an den Baum einen Umlenker rein. Schön weit oben anbringen. Das ist wichtig, damit wir schön den Fluss überspannen können. Falls andere Wassersportler jetzt kommen sollten, glaube ich zwar nicht bei dem Wetter, aber man weiß ja nie. Sicherheit geht vor. Ich hole jetzt meine Hauptschnur zurück und hänge die direkt hier ein. Jetzt die Umlenkung zu meinem Ufer rüber von der anderen Flussseite. Wenn der Fisch kommt, knallt die Schnur hier durch. Wir können dann frei drillen. Alle Ruten, die keinen Biss gebracht haben, setze ich jetzt noch mal um. Hier direkt unter den Bäumen, tolles Wasser, 3,5 Meter Wassertiefe. Ich glaube nicht, dass die Waller jetzt viel ziehen bei dem kalten Wasser. Die Wassertemperatur ist auch wieder kälter geworden und hoffe so, vielleicht einen Fisch auf seinem Standplatz zu treffen. Und ihm den Köder direkt vors Maul zu setzen. Also es ist wichtig, da nicht einfach sitzen bleiben oder besser gesagt die Montagen auf dem Platz liegen lassen und abwarten, sondern besser ist es dann immer, nochmal was Neues zu probieren. Herrlich, die Wintersonne da oben, wie sie jetzt wieder verschwindet. Und in 2 Stunden ist wieder alles bitter kalt. Momentan ist richtig schön, aber der Schein trügt. Hier seht ihr schön, wie die Kante runterläuft. Und in so einen Bereich muss unser Köder rein. Ich versuche jetzt irgendwas zu finden, wie hier zum Beispiel im Hintergrund. Hier an dem Platz kam der Dicke gestern Abend, wo das Wasser aus dem Landesinneren langsam rausläuft und die Überschwemmungsgebiete leer laufen. Hier läuft es schön langsam raus. Ich werde jetzt noch ein bisschen Strom abgehen. Hier kommt zwar einiges an Holz, aber Holz bedeutet auch Fisch. Je näher ihr an die Hindernisse rangeht, desto größer ist auch die Chance, einen Biss zu bekommen. Aber halt auch gefährlich, den Fisch
ein Hindernis zu verlieren. Das ist eigentlich ein toller Bereich hier zwischen den Bäumen, aber auch wirklich gefährlich zum Beangeln. Wir fahren noch mal rein hier und gucken mal. Am Ufer aussieht. Da ist dann natürlich auch Holz unter Wasser. Interessant für mich sind dann die Bereiche, wo die Kante ansteigt, aber hier seht ihr, da ist relativ viel Dreck unten. Fällt mir nicht so gut. Ich fahre noch ein Stück weiter runter. Andere Ufer drüben ist flacher. Eine Rute haben wir da drüben zwischen den Bäumen liegen, umgelenkt zum Test. Aber ich glaube, hier das tiefere Ufer ist definitiv das bessere. Das sieht doch toll aus hier. Läuft überall Wasser aus dem Land noch raus. Obendran der Unterstand. Hier werden wir diese Rute ablegen. Die Eisen sind wieder scharf und hier drüben haben wir auch mal unsere Handschuhe in den Baum gelegt. Die sind jetzt zwar ein bisschen aufgetaut, aber immer noch stockensteif. Wahnsinn, Wahnsinn, wie das hier nachzieht. Da im Hintergrund seht ihr sie, hinter dem Altarm, hinter dem Rheinaltarm verschwinden die Sonne. Die hat uns wirklich einen wundervollen Nachmittag beschert. Und jetzt merkt man direkt wieder, wie es richtig, richtig anzieht. Es ist schon wieder händekalt. Alles gefriert zusammen. Ich gucke jetzt nochmal hier hinter an unseren Überlauf, wie es da aussieht. Also draußen im Fluss merkt man ganz krass, wie das Wasser weiterhin absackt. Dort, wo es absacken kann. Was gefroren ist, kann natürlich nicht wegfließen. Aber der Fluss fällt konstant. Und vielleicht, drückt uns die Daumen, haben wir heute noch mal eine Chance. Muss ja nicht gleich ein 2,19er kommen, kann ja auch mal ein 1,19er kommen. Würden wir uns auch mega freuen. So, die Eisfläche ist immer noch vorhanden, da ist noch nicht viel passiert. Wahnsinn, guck mal hier, wie das alles einbricht. Das sind die Schläge, die wir hören. Das Wasser ist über den Bäumen eingefroren. Ist so schnell gefroren, dass es nicht mal am Boden gefroren ist, sondern einfach oben sich eine Eisschicht gebildet hat und darunter das restliche Wasser versickert oder weggelaufen ist. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, diese Kälte. Aber ihr seht, selbst bei diesem Wetter kann man mit Riesenfischen hier in Deutschland rechnen. Vorausgesetzt, man versucht's. Was mich allerdings ein bisschen verwundert hat, ihr habt es ja vorhin auf dem Echolot gesehen, die Wassertemperatur ist um 1 Grad gefallen. Gestern hatten wir so knapp über 4, heute hatten wir knapp über 3, sogar heute Mittag in der Sonne. Das kann nur damit zusammenhängen, dass die Sonne irgendwie so viel Kraft hat, dass Schneebereiche am Ufer geschmolzen werden. Der Schnee in den Rhein reingeht, also ins Wasser. Der gefrorene Schnee, das gefrorene Schneewasser und dort wirklich nochmal zu einem Temperatursturz führt. Unglaublich, aber wahr. Aber wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen. Wir geben nochmal alles heute Nacht. Drückt uns die Daumen. Wir sind gespannt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, wir sind schon früh auf den Beinen. Kam leider keine Aktion mehr.
sind aber mit dem Ergebnis trotzdem ganz zufrieden. Jetzt geht es für uns auch erstmal nach Hause, wieder auftauen, aufwärmen. Und ich freue mich jetzt definitiv auch auf den Frühling, auf wärmere Zeiten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund. Viele Grüße, euer Stefan. Ciao, ciao.